Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich habe mir gedacht, ich schminke heute einen Make-up-Look mit meinen Sommerfavoriten. Also Make-up-Produkte, die ich im Sommer super gerne verwende, aufgrund ihrer Farbe, ihrer Leichtigkeit, ihrer Formel, was auch immer. Ich zeige euch da so ein bisschen, worauf ich im Sommer super gerne zurückgreife. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei! Wir starten mit dem Primer und im Sommer achte ich schon sehr auf die Leichtigkeit der Produkte. Das heißt also, dass sie nicht so schwer auf der Haut liegen, weil ja auch Primer, Foundation, Concealer, Puder, was auch immer, das Ganze wird ja geschichtet und wenn das dann so leichtere Produkte sind, dann ist das Ganze auch wesentlich angenehmer zu tragen. Und hier finde ich zum Beispiel super gut von NYX den Bare With Me Hydrating Jelly Primer. Der ist jetzt ganz neu dort in der Theke und ich muss sagen, der überzeugt mich schon sehr. Gerade jetzt für warme Tage finde ich den sehr schön, weil er eine gelartige Konsistenz hat, damit nicht nur super erfrischend ist im ersten Moment, sich auch sehr leicht verteilen lässt und ganz leicht aufliegt und Feuchtigkeit spendet zusätzlich, das was die Haut auch benötigt an so warmen Tagen. Also ich mag den super gerne. Momentan zeige ich euch hier zwei Foundations super oft in meinen Videos, weil ich sie derzeit einfach sehr, sehr gerne verwende und sie auch zu meinen Sommerfavoriten zählen. Zum einen ist es das Pendant zum Primer, die Bare With Me Foundation, die auch nochmal unterstützend Feuchtigkeit spendend ist und super leicht aufliegt. Ich mag das Finish von der super gerne. Ich habe die allerdings in meinem letzten Video verwendet und da haben auch einige drunter geschrieben, dass sie mit der leider nicht so gut zurechtkommen. Ich habe aber noch einen zweiten Sommerfavoriten und zwar die Bare Minerals Foundation. Finde ich quasi noch in Ticken besser, wenn wir jetzt so mal überlegen, dass die Sonne wirklich hardcore scheint, denn die hat noch einen Lichtschutzfaktor von 25 mit drin, liegt auch super leicht auf, ist gleichzeitig feuchtigkeitsspendend und lässt sich auch sehr schön ausblenden und ja, ergibt auch wirklich ein super schönes Finish. Der Auftrag der Foundation ist eigentlich auch mega, da sie in einer Stickform kommt, braucht man sich dann nur etwas Produkt im Gesicht aufgeben und das Ganze im Anschluss dann mit einem angefeuchteten Beautyblender beispielsweise im Gesicht verblenden. Das Ganze ist nicht nur super schnell, sondern auch sehr einfach in der Handhabung. Es gefällt mir wirklich richtig gut und die ist momentan auch wirklich im fast täglichen Gebrauch bei mir. Den Concealer spare ich, denn ich habe keinen Sommer-Favoriten-Concealer, da ich sowieso super selten Concealer verwende. Gibt es da momentan auch keinen, auf den ich so heftig schwöre, den man im Sommer unbedingt gebrauchen kann. Ich sage da immer, weniger ist mehr, wenn es jetzt nicht unbedingt Not tut, so wie bei mir. Ich habe jetzt nicht so Probleme mit starken Augenringen, dann lasse ich den auch gerne mal weg, deswegen pudere ich direkt mein Gesicht ab und hier benutze ich das All Nighter Fixing Powder, heißt das glaube ich, von Urban Decay. Das ist schwitzresistent, das ist natürlich super praktisch und ich benutze es momentan einfach super gerne. Ich gebe das Produkt mit einem Pinsel in meinem Gesicht auf, in tupfenden Bewegungen und sette das Ganze damit. Das ergibt so ein schönes mattes Finish und ich kann mich einfach drauf verlassen. Gerade im Sommer bin ich ein absoluter Bronzer-Lover. Also der darf absolut bei mir nicht fehlen. Und da gibt es auch super viele in meiner Schminksammlung, die ich absolut feiere und sehr, sehr gerne verwende. Und im Laufe meiner Videos habt ihr davon auch schon super viele gesehen. Was ich euch aber noch gar nicht so oft gezeigt habe, ist die Contouring-Palette von Bare Minerals. Hier sind drei Farben enthalten, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Das heißt, hier ist so ein Konturton drin, den man dann mit einem etwas helleren Ton ausblenden kann. Und hier ist noch so ein, wie so ein Banana-Powder. Damit könnte man jetzt theoretisch den Concealer setzen. Diese beiden hier werde ich jetzt verwenden. Ich werde zuerst den dunkleren aufgeben auf meinen Wangen und das Ganze dann mit der etwas helleren Farbe ausblenden, sodass ich ein richtig schön natürliches Ergebnis bekomme. Ich versuche immer ein gesundes Maß an High-End- als auch Drogerieprodukten in meine Videos aufzunehmen. Und falls euch jetzt die Bare Minerals Palette zu teuer ist, schaut doch gerne mal in der Drogerie vorbei. Hier gibt es eine schöne Alternative dazu mit noch mehr Farbauswahl für einen Bruchteil des Geldes. Auch sehr, sehr schön. Hier sogar noch mit mehr Pudermöglichkeiten als auch mehr Shades in den Bronzing-Tönen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass die Bronzer-Töne etwas wärmer vom Ton sind als die von Bare Minerals. Aber da ist ja auch jeder Hauttyp unterschiedlich. Seit Jahren wirklich schon ein absoluter Favorit von mir. Gerade im Sommer ist das Wunderbrow Eyebrow Gel. Ich habe hier die Farbe Black Brown. Das ist so ein aschiger Ton, der sehr gut zu meinem Ansatz passt. Und ich liebe es gerade deswegen im Sommer so sehr, weil es wasserfest ist. Das heißt also, man kann damit ins Schwimmbad gehen, man kann sich damit sonnen, man kann duschen. Das ist alles kein Problem. Das Ganze hält bis
bis zu 3 Tagen auf den Augenbrauen. Man sollte jetzt natürlich nicht mit Seife richtig rüberwaschen, weil dann löst sich auch das. Aber so für den Alltag ist das wirklich ein mega Produkt. Und dazu habe ich direkt hier so einen Augenbrauenpinsel. Und damit gebe ich mir das jetzt in die Augenbrauen auf. Ich ziehe meine Augenbrauen ganz gewohnt nach, als würde ich das jetzt quasi mit einem Stift oder mit einem anderen Augenbrauengel machen. Ich nutze nicht den Pinsel, mit dem das Produkt kommt. Der ist mir irgendwie zu grob und mit dem kann ich nicht so gut arbeiten. Deswegen nehme ich da schon so einen angeschrägten Augenbrauenpinsel und konturiere damit meine Augenbrauen ganz natürlich. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Augen-Make-up. Bevor ich jetzt aber diese knalligen Farben auf mein Augenlid gebe, werde ich mein Lid erstmal ein bisschen vorbereiten mit einem neutralen Lidschatten. Hier verwende ich von Essence den 05 Granny Pens. Ich finde den super zum Neutralisieren. Den nehme ich mit einem groben Pinsel auf und gebe das Ganze übers komplette Lid, einfach um eine pudrige Grundlage zu schaffen. Das Ganze habe ich jetzt aus dem Grund gemacht, weil die Farben aus der Lidschattenpalette, die ich jetzt verwenden werde, super krass pigmentiert sind. So krass, dass sie sogar die Haut auf dem Lid einfärben können. Dieser helle Lidschatten jetzt ist sozusagen ein kleiner Schutzmantel für die Haut, aber auch die perfekte Grundlage für den Lidschatten, den wir jetzt drüber geben, weil sich die Farben einfach ausblenden lassen und der Auftrag mir wesentlich leichter fällt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Palette ich verwenden werde, die Off Tropic von NYX. Die hat super schöne Sommerfarben. Also damit kann man einen richtig tollen Sommerlook kreieren. Das ist eine von, ich glaube, 2 oder 3 Paletten mit unfassbar schön und super pigmentierten Farben. Und ich starte mit dem Senfton hier. Den gebe ich mir jetzt in die Lidfalte, blende das Ganze schön ein, sodass ich einen tollen Übergangston habe. An meinen Nägeln kann man wahrscheinlich schon sehen, dass mich das Korallfieber gepackt hat. Das ist einfach die Sommerfarbe schlechthin, meiner Meinung nach. Und die findet man auch in dieser Palette hier wieder. Ich nehme jetzt diesen schönen Korallton und gebe mir den nochmal in die Lidfalte etwas präziser rein und blende das Ganze richtig schön krass mit dem anderen Lidschatten überein. Diese Farbe hat so Power und die gebe ich auch richtig aufs Augenlid drauf. Den äußeren Augenwinkel vertiefe ich jetzt noch ein bisschen und zwar mit diesem braunen Aubergine-Ton. Ich kann es nicht so richtig zuordnen. Es ist auf jeden Fall ein dunkler Ton und den gebe ich mir jetzt nochmal mit einem präzisen Pinsel in den äußeren Augenwinkel und blende das Ganze ganz sachte in die Korallfarbe ein. Mit einem ganz abgeflachten Pinsel bin ich gerade dabei, mir hier ein bisschen Produkt von der Foundation abzunehmen und zeichne mir jetzt eine Cut Crease ein, um den inneren Augenwinkel etwas auszureinigen, damit ich gleich eine richtig krasse Farbe drüber geben kann. Schaut euch mal bitte diese schöne Farbe hier an. Der Ton schimmert so orange und gold und das Ganze tupfe ich jetzt hier aufs bewegliche Lid drauf. Den Übergang regle ich jetzt mit diesem Pinkton hier. Damit werde ich jetzt erstmal ein bisschen den Ausgleich schaffen, so dass das Orange richtig schön hier in den dunklen Augenwinkel reinläuft. Dann habe ich noch der untere Wimpernkranz und da gebe ich jetzt auch erstmal den Senfton großzügig drunter und verdichte das Ganze mit dem Aubergine-Ton. Um den oberen Wimpernkranz jetzt noch etwas zu verdichten, gehe ich auch da nochmal in den Aubergine-Ton rein und nehme hier meinen angeschrägten Eyeliner-Pinsel und gehe damit direkt am Wimpernkranz entlang und ziehe mir einen Winged Eyeliner. Ich nehme jetzt so einen feinen Pinsel und etwas Highlighter, den werde ich übrigens später auch auf den Wangen verwenden und gebe mir das jetzt hier in den inneren Augenwinkel und setze ein Highlight. Okay, das hat gerade nicht so gut geklappt. Ich habe diesen Pinsel jetzt mal hier angefeuchtet und gehe da jetzt nochmal ein bisschen stärker rein. Ich habe jetzt hier noch den Heavy Metal Liquid Eyeliner, ist das glaube ich, in der Farbe Midnight Cowboy von Urban Decay. Ist jetzt nicht unbedingt ein Sommerfavorit, aber nice to have, gerade zu diesem Look. Und damit gehe ich jetzt hier nochmal an der Lidfalte entlang und ziehe mir so einen goldenen Eyeliner und umrande damit mein Make-up sozusagen. Ich schaue jetzt gerade mal ein bisschen runter, damit der Eyeliner ein bisschen antrocknen kann. In der Zeit kümmere ich mich jetzt hier um die Wimpern. Da habe ich die Insta Volume Lashes von Catrice. Die breite ich mir jetzt mal vor, gebe den Wimpernkleber drauf und dann kann ich mir auch die direkt gleich ankleben.
Okay, also der Look ist schon sehr, sehr intensiv, aber das ist ja auch ein Make-up-Look, in dem ich meine Sommerfavoriten verwende und da gehört die Palette definitiv zu und damit ihr euch so ein Bild davon machen könnt, habe ich gedacht, hole ich mal das Maximum aus der Palette raus, beziehungsweise ja, verwende so viele Farben wie möglich und dabei ist das hier entstanden. Wir machen weiter mit dem Blush und All-Time-Favorite. Nicht nur im Sommer, aber auch super warm von den Farben her, ist für mich MAC Melba, ein super schöner Blush, der auch zu jedem Look passt und den gebe ich mir jetzt hier auf den Wangen auf. Weiß nicht, wie oft ich euch den Highlighter noch zeigen soll, ich habe ihn ja eben auch schon verwendet für meinen inneren Augenwinkel. Jetzt benutze ich ihn nochmal im Gesicht und gebe mir den 3D Glow Highlighter auf meine oberen Wangenpartie auf und highlighte damit den kompletten Look nochmal. Der ist übrigens von Catrice. Irgendwie wollen meine Wimpern heute nicht so wie ich. Hier vorne löst sich die Wimper immer wieder ab. Ich habe ganz vergessen, den unteren Wimpernkranz zu tuschen. Und da verwende ich die Superfan-Mascara von Smashbox. Die mag ich aus dem Grund gerade für den unteren Wimpernkranz so gerne, weil sie ein zartes Bürstchen hat und die Wimpern unten auch sehr schön trennt. Natürlich kann man die auch super für den oberen Wimpernkranz verwenden, aber da habe ich ja jetzt nun Lashes drauf. Kommen wir nun zu den Lippen und normalerweise kombiniere ich mein Lippen-Make-up zu so einem starken Augen-Make-up, meistens dezenter. Da es aber meine Sommerfavoriten sind, muss ich hier heute leider etwas mehr drauflegen. Und zwar verwende ich von NYX den Candy Slick Glowy Lip Color in der Farbe Sweet Stash. Das ist so ein ja, koralliges Rot, würde ich sagen. Ich versuche das Ganze nicht so kitschig aussehen zu lassen, also trage das Ganze sehr leicht auf, aber nur damit ihr so eine kleine Farbrichtung habt. Momentan bin ich einfach im Korallfieber. Wie immer wünsche ich mir natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao!